Herzlich willkommen zurück bei der Firma Rentenmobil hier in Wesseling. Heute stellen wir euch mit der Firma Bürser zusammen, und zwar einmal den Soran hier bei uns. Hallo Soran. Hallo. Das ist der Produktmanager tatsächlich hier von der Firma Bürser. Der stellt uns das folgende Fahrzeug vor, und zwar den Nexo Venti 620. Die Besonderheit dabei ist tatsächlich, dass der Teilintegrierte hier tatsächlich etwas günstiger ist als die anderen Teilintegrierten, die man normalerweise kennt. Ja, ich erkläre es auch ganz kurz. Und zwar geht es hier um ein kompaktes Wohnmobil, das einfach dem Kunden die Funktionen oder auch Kunden, die nicht unbedingt Wert auf Design legen, sondern wirklich auf Komfort, aber auch Funktionalität, ist das perfekte Fahrzeug. Und zwar haben wir hier eine Außenbreite von 2,20 Meter, eine Gesamtlänge hier bei diesem Grundriss von 6,60 Meter. So, und es sind auch hinten zwei Einzelbetten mit drin. Aber zum Interieur komme ich gleich nochmal dazu. Erstmal möchte ich von außen ein paar Dinge erklären, was den Nexo Van auch ausmachen. Einmal ist das Fahrzeug komplett in Weiß gehalten, schlicht mit einer normalen Außenbeklebung, die sich ins Markenportfolio, also sprich in die Außenbeklebung der anderen Baureihen, mit einreiht. Im Fahrerhausbereich ist das Fahrerhaus auch weiß gehalten. Serienmäßig gibt es Stahlfelgen. Der Nexo Van kommt auf Citroën. Ja, da gibt es auch verschiedene Motorvarianten, angefangen bei 120 PS, 140 PS oder 165 PS. Da kann der Kunde wählen, was er möchte. Dann gibt es eine Tür, eine Standardtür, die ist ohne Fenster und ohne Fliegenschutz. Dann gibt es nochmal hinten eine Garagenklappe, dann nochmal die Gaskastenklappe für zwei Gasflaschen. Ja, und im Heckbereich, das zeigen wir mal. So, sind hier einmal die Bürster markenprägenden Sichtleuchten, nennen wir die, dann mit eingebundenen Leichten diesen Stoßfänger, oben das Bremslicht, die dritte Bremsleuchte, die dann auch im Bürstner-Design gehalten ist, beziehungsweise im Bürstner-Logo. Hier ist jetzt auch nochmal eine Rückfahrkamera mit dran, die man optional mitbestellen kann. Aber im Endeffekt haben wir im Außenbereich, oder wie vorhin schon erwähnt, haben wir da das Komfortpaket. Da sind auch Teile dabei, wie jetzt ein Chassispaket, ein wichtiges Chassispaket oder diese Türe, die hauptsächlich von den Kunden bestellt wird. Dann Rahmenfenster mit verbaut oder auf der anderen Seite die zweite Garagenklappe, die dann auch in diesem Komfortpaket mit drin ist. Soran, allgemein die Frage dazu, ich sehe den Preis hier, 47.990 Euro ist der Startpreis genau. Bei dem Nexo. Genau. Jetzt die Version, wie wir sie haben, ist das Komfortpaket, was zuzüglich nochmal dazu kommt. Genau, das Komfortpaket kostet 4.190 Euro bei dieser Version, aber beinhaltet dann diese Teile, die ich schon gesagt habe, also einmal diese Tür, dann die zweite Garagenklappe, die Rahmenfenster, das Chassispaket, das zu jedem Fahrzeug dazu bestellt werden kann. Das haben wir alles zu einem Paket zusammengefasst, damit der Kunde auch noch da ein bisschen nochmal was sparen kann. Eine Ersparung, ich kann es euch nicht genau sagen, da müssten wir uns nochmal, guckt euch nochmal die technischen Daten an, da ist auch nochmal viel Interessantes zu entdecken, und dementsprechend bleibt dem Kunden das überlassen, was er alles in die Fahrzeuge mit reinpacken will. Wir können nur eine Basis festlegen und zu sagen, so, jetzt haben wir das Komfortpaket, das ist Zubehör, was der Kunde an Funktionalität Zubehör, was der Kunde da bei den Fahrzeugen mitbestellt hauptsächlich. Dementsprechend haben wir das dann auch so gemacht und haben gesagt, es gibt ein Komfortpaket, deckt einiges ab, aber was der Kunde im Endeffekt noch dazu bestellen möchte oder braucht in seinem Urlaub, das muss er wirklich selber wissen. Also hier tatsächlich einfach auf die Bürstner-Seite gehen, sich das Fahrzeug anschauen, konfigurieren vielleicht auch dann dementsprechend. Oder zu der Firma Rentenmobil kommen, zu uns, zu einem der Verkäufer hier. Lasst euch beraten hier dementsprechend. Gleich gehen wir einmal rein und zeigen euch innen drin nochmal, was sich vielleicht einiges verändert hat oder was vielleicht neu ist. Und dann sehen wir auch dementsprechend weiter. Bis dahin. Oh, jetzt sitzen wir tatsächlich drin im Komfortbereich tatsächlich hier vom Nexo. Für mich persönlich die Frage, du redest von Einsteigersegment und unter 50.000 Euro. Ich komme hier rein und fühle mich nicht wie 50.000 Euro, sondern höher. Ihr habt es hier drin sehr wertvoll gehalten. Wie und warum? Ja, das ist in der Tat so. Also bedeutet nicht gleich, wenn wir sagen, wir bieten ein Fahrzeug unter 50.000 Euro an, dass es innen, keine Ahnung, ein paar Brettchen sind. Nein, Bürstner steht, oder das ist die Markenbotschaft von Bürstner, das Wohnen. Deswegen sagen wir auch Wohnfühlen, und das versuchen wir in unseren Fahrzeugen gemeinsam mit unserer Entwicklung, aber auch mit unseren Designern so rüberzubringen, dass der Kunde reinkommt und sagt, Mensch, das ist genau das, was ich brauche, und das ist das, was ich von meinem Geldbeutel auch erwarten kann, um so ein Fahrzeug dann auch zu besitzen. Ihr seht hier beispielsweise das Möbeldekor, das Brava, das ist mit Hochglanzfronten. Dementsprechend spiegelt das auch nochmal das Tageslicht und es macht das Fahrzeug nochmal heller. Auch wenn jetzt hier beispielsweise nicht das optionale Skyroof mit drin ist, sondern diese standardmäßigen Dachhauben mit drin. Man sitzt hier
wie der Ado schon gesagt hat, man fühlt sich hier drin wohl. Es sind auch die Pilotensitze. Man kann sich gut unterhalten. Ich meine, du sitzt hier auf einem weiteren Sitz. Zeig ihn mal. Und hinter dir war nochmal die Garderobe mit zwei Kleiderhaken. Das heißt, da haben die Jacken ihren Platz. Ja. Und wenn man hier drüber schaut, hier könnte auch nochmal das optionale Skyroof mit angeboten werden, mit reingebaut werden, damit es vorne im vorderen Bereich nochmal etwas heller ist. Aber hell ist es genug, weil wir bieten hier in dem Fahrzeug bzw. in dem Komfortpaket dann auch ein Lichtpaket an. Das setzt diese einzelnen Punkte in dem Fahrzeug nochmals in Szene. Und auch hier, wie auch bei den anderen Modellen, haben wir eine Lichtschiene. Ihr könnt die einfach rausnehmen und so verschieben, wie ihr sie braucht. Dort sitzt rum und es fängt an zu leuchten. Dementsprechend, wenn ihr vorne mehr Beleuchtung braucht, holt ihr die Lampen von hinten oder wie auch immer. Oder ihr holt das umgekehrt von vorne nach hinten, so wie ihr es braucht. So, jetzt sind wir von der Sitzgruppe rübergesprungen in die Küche. Hier findet ihr eine Spüle- und Kocherkombination. Hier, ich mach's mal auf. Einmal hier zwei Flammkocher, dann hier die Spüle. Ja. Unten drunter, da haben wir natürlich auch gesagt, da darf es nicht an Komfort fehlen. Sind es drei Schubladen. Hier oben sind die Anschlusshähne für Gas. Und dann unten drunter hier nochmal eine Schublade für Besteck. Aber ihr seht, wenn ich zumache, mit Soft Close. Das heißt, auch da haben wir auf Komfort geachtet, damit das auch in dem Fahrzeug mit drin ist. So, dann habt ihr hier nochmal einen Kühlschrank, 96 Liter, einen Absorberkühlschrank. Und gegenüberliegend ist dann auch das Bad. Und zwar ist das unser Vario-Bad. Ich mach mal kurz auf, guck mal rein. Genau. So, und das Vario-Bad hat seinen Namen aus dem Grund, wenn ich das hier oben entriegle und das dann rüberziehe, verbirgt sich da dahinter die Dusche mit dem Brauseschlauch und mit der Armatur unten drunter. Alles gesichert, wenn ihr hier noch den Spritzschutz vor die Tür macht, dann ist auch die Tür einfach vor Feuchtigkeit geschützt. Und wenn ihr alles sauber gemacht habt, einfach wieder zurückschwenken, dann kann es noch ein bisschen lüften durch diese Dachhaube hier oben. Und dementsprechend ist alles wieder funktional und einsatzbereit. Und jetzt im hinteren Bereich zwei Einzelbetten, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Wir haben die Betten nicht einfach nur auf ein Brett drauf gemacht, sondern Wohnfühlen ist auch hier ganz groß geschrieben. Den Lattenrost, Kaltschaummatratzen, die Liegefläche 1,98 Meter. In der Mitte kann man noch mal ein bisschen verbreitern für die Schultern, aber auch in dem Hüftbereich, dass man einfach sich bequemer ausruhen kann. Und im unteren Bereich ist auch noch mal Stauraum mit Beleuchtung. Ja, und hier ist auch noch mal eine Kleiderstange. Da kann man seine Hemden, seine Jacken, alles reinhängen. Auf der anderen Seite ist auch noch mal genug Stauraum. Hier für weitere Schuhe oder wie auch immer für T-Shirts, Pullover und so weiter. So, aber es gibt noch einen weiteren Stauraum und zwar hier oben drin. Den, also ihr merkt, es ist ein kompaktes Fahrzeug, aber nichtsdestotrotz haben wir im Stauraum nicht gespart. Zusammen mit den Heckklappen hinten, mit dem Stauschrank, bietet das Fahrzeug auch in seiner kompakten Klasse extrem viel Stauraum, viel Platz, viel Helligkeit und natürlich Komfort. Und Thema Wohnfühlen ist bei uns hier auch ganz, ganz groß geschrieben. Ja, so viel Informationen zum Nexo Van 620 tatsächlich hier gehalten. Halten wir fest, tatsächlich 620er Modell, ja, Einzelbetten tatsächlich, innen drinne, toll gehalten, Wohlfühlambiente tatsächlich von 0 bis 150 tatsächlich hoch, Hochglanzverarbeitung, Längsbetten, Kaltschaummatratzen, Vario-Bad. Ja, genau. Also, und das alles tatsächlich unter 50.000 beginnend. Genau, im Einstieg. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir persönlich sagen, top Bürstner, ja, vielen lieben Dank für diesen Input. Hier auch tatsächlich einmal über die Bürstner-Seite natürlich gehen, konfigurieren, planen. Oder, ja, oder zu uns kommen, zur Firma Rentmobil nach Wesseling, mit dem Verkäufer zusammensetzen. Ansonsten bei Rückfragen halten wir auch ansonsten heute mit dem Sora natürlich noch eine Rücksprache. Aber hier kriegen wir definitiv was für Sie hin. Und nach oben hin und nach Zubehör natürlich, wie du es gesagt hast. Ja klar, die Zubehör ist auch etwas größer, da kann der Kunde sich nochmal sein Wunschfahrzeug einfach nochmal zusammenstellen. Genau. Sehr schön. Und das alles bei uns und mit der Firma Bürstner zusammen. Bis dahin. Allzeit gute Fahrt. Danke. Danke.